Die Sonne auf der Haut spüren, sich gemütlich zurücklehnen, coole Drinks und gute Musik genießen. Was braucht man mehr für einen rundum entspannten Sonntagnachmittag? Beim Wave Music Public Chill in Hamburg konnte man gestern eine Auszeit der besonderen Art genießen. Auch viele Promis ließen in der Hafen City die Seele baumeln. Fashion-Designer André Borchers verriet uns, wie er in seinem hektischen Jet-Set-Leben am besten entspannen kann. Bei mir ist Sport ein ganz wichtiger Bestandteil. Das sieht man jetzt vielleicht gerade nicht so, weil ich auch recht gerne esse. Aber ich versuche schon recht viel Sport zu machen und dass ich eigentlich jeden Morgen 2 Stunden beim Sport bin, um da irgendwie so in den Tag zu starten. Der in Hamburg lebende DJ Raphael Marionneau sorgte beim Public Chill für entspannte Chill-Out-Beats bei perfektem Sommerwetter. Um von der Arbeit hinter den Plattentellern abzuschalten, hat der gebürtige Franzose ein ganz eigenes Entspannungsrezept. Gute Musik, ein Weißwein und ganz allein. Das ist der Beste. Ich meine, mit Freunden ist auch super, aber mir ist lieber einfach allein zu sein mit guter Musik und ein Glas Wein, das kann mich viel, viel besser entspannen, auf jeden Fall. Ein Platz in der Sonne, das Wasser direkt vor der Nase und lässige Lounge-Musik. Auch der gefragte Hamburger Schauspieler Stefan Luca nutzte die Gelegenheit, beim Public Chill auf die Pause-Taste zu drücken. Musik ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, in kurzen Zeiten, die wir haben, am Set abzuschalten, abzuspannen. Und das mache ich tatsächlich am liebsten mit Musik, weil ich kann während Dreharbeiten zum Beispiel nicht lesen. Wenn man sich dann inhaltlich in einer Geschichte befindet, dann ist Musik mit einer der besten Entspannungsmöglichkeiten. Als Highlight des Abends servierte der Meister des Deep House, Henrik Schwarz, die richtigen Rhythmen für einen lässigen Wochenendausklang. Entspannung spielt für den vielbeschäftigten Musikproduzenten auch privat eine wichtige Rolle. Ja, ich versuche eine gute Balance zu finden zwischen dem sehr extremen Leben, was wir natürlich schon führen, mit extrem viel Reisen, sehr wenig Schlaf, schlechte Luft möglicherweise und ich fahre dann aber schon auch extrem runter, dann im Gegenzug in der wenigen Zeit, die ich habe. Versuche ich halt dann Luft zu holen und wieder aufzutanken. Während der perfekte Soundtrack zu einem traumhaft schönen Sonnenuntergang aufgelegt wurde, gönnten sich die Gäste eine Ruhepause mit Blick aufs Wasser oder machten es sich auf der Tanzfläche bequem. Bei treibenden Beats feierten die Promis eine entspannte bis rauschende Sommerparty bis tief in die Nacht.